Entschuldigung, meine Hexen, Zauberer und Magier. Ja, es kommt immer wieder die Frage auf, wie baue ich mein Deck zusammen? Es gibt wirklich, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, kein Allheilmittel. Es gibt auch keine schlechten oder besonders guten Karten. Jede Karte ist speziell, sage ich mal so. Die eine heilt, die andere greift an, die andere verteidigt. Und das ist alles so ein Zusammenspiel. Und ja, ich habe mir jetzt mal so zur Aufgabe gemacht, wir gucken uns alle Karten mal so durch, was die können. Und ja, heute fangen wir einfach mal mit Teil 1 hier an. Schwarze Magie. So, und heute schauen wir uns mal die Karten genauer an, weil es kommen immer wieder Fragen, wobei ich bin auch immer noch am Ausprobieren, was, ja, man hat vielleicht ein geiles Deck, zum Beispiel für Duell oder fürs Doppelduell, aber im Verbotenen Wald taucht das gar nichts. Oder im Verbotenen Wald hat man einen Endgegner, da ist das richtig geil. Und beim nächsten Endgegner oder beim Boss, wie er heißt, bringt es gar nichts. Man muss da wirklich ausprobieren und macht. Ein kleiner Tipp hier, macht natürlich die Kapitel. Hier im Wirtshaus Eberkopf komme ich im Moment auch nicht weiter, probiere ich auch nochmal aus. Da braucht man da ein oder andere, habe ich rausgenommen und wieder was Neues reingemacht und komme schon etwas weiter, aber schaffen tue ich es noch nicht. Und ja, aber macht diese Kapitel, weil ihr bekommt Schubkarten oder beziehungsweise bekommt ihr diese Magiekarten. Magiekarten sind es ja. Diese Magiekarten werden euch da erklärt und ihr setzt die auch ein und kriegt schon mal so ein bisschen Gefühl, wie das so funktioniert. So, aber wir gucken uns die Karten jetzt mal an. Heute schwarze Magie. Wir gehen hier drauf. Zauberkutz. So, und dann, ja, ich habe hier nochmal ein extra Deck. Könnt ihr ja nochmal gucken. Ich habe schwarze Magie, habe ich noch gar nicht so, aber wir können sie trotzdem angucken und erklären. Und das sind die ersten. Doch, habe ich. Habe ich doch einen, habe ich doch schon. Genau. So, das erste wäre Abracadabra. Und zwar haben wir hier, das ist die dunkle Magie, haben wir unten den Text, könnt ihr auch alles selber nochmal nachlesen. Wäre Schaden, 5 Sterne, richtig geil. Also der macht richtig Radau, 5 Sterne sind richtig gut. Setzt Abracadabra ein, was der erste getroffene gegnerische Einheit Schaden zufügt. So, jede durch den Flug besiegte gegnerische Einheit erhöht seinen Schaden um 25%. Nach dem Besiegen von 4 gegnerischen Einheiten besiegt der Fluch sofort das Ziel, das er trifft. Okay. So, Schaden liegt bei 343. Das ist richtig, richtig gierig. Die Karte, da bin ich richtig scharf drauf. Die werde ich natürlich dann auch einsetzen. So, die Breite ist 20. Also Reichweite, Ziele ist Boden und Luft. Das wäre die erste. Man hat mich immer schon gefragt, was diese Zahlen hier oben bedeuten. In dem Fall die 6, daneben ist die 5. Das ist diese Aufladung. Wie lange das braucht, fragt mich nicht, wie viele Sekunden das sind oder sowas. Aber je größer die Zahl, desto länger braucht es an Aufladung. Desto effektiver und ja, magievoller ist die Karte natürlich auch. So, dann haben wir hier eine 5er, auch dunkle Magie. Das ist Crucio und Crucio. Crucio haben wir Schaden hier. Auch 5 Sterne. Kontrolle 2. Was das jetzt bedeutet, weiß ich nicht. Wenn das einer weiß, immer in die Kommentare, weil ich lerne hier auch noch genug dazu. Crucio fügt Einheiten Schaden zu und betäubt das Ziel. Fügt nur 50% zu und betäubt nicht. Wenn gegen eine Spielereinheit gewirkt. So. Während des Zaubers stapelt jeder nachfolgende Indikator Schaden vom letzten Indikator mit zusätzlichen Schaden in Höhe von 100% des anfänglichen Schaden. Maximal 3 Stapel. Okay. Ziele, die bereits von Crucio getroffen wurden, nehmen 35% zusätzlichen Schaden für jeden Verlängerungstreffer. Maximal 4 Stapel. Okay, so, der Schaden liegt hier bei 702, auch richtig. Dauer 8, okay, Reichweite 90, also auch schon eine relativ große, lange Reichweite. Und Ziel ist Boden und Luft.
ja, Ziel, denke ich mal, das ist ja, ja, was am Boden ist und in der Luft. Ja, was anderes haben wir. Wasser ist mir nicht bekannt. Dann könnt ihr hier oben natürlich nochmal draufklicken. Da seht ihr das Video, hatte ich da vorhin vergessen gehabt. Ja, guck mal, wie das scheppert hier. Roms. Das ist richtig, richtig gierig. Also da bin ich, habe ich auch noch nicht, da bin ich noch richtig scharf drauf. Bei den anderen gucken wir auch nochmal. Warnung, dieser unverzeihliche Fluch. Ja, da könnt ihr hier dann auch nochmal das Video angucken und guckt euch das an. Roms, Roms. Also der macht richtig Radau und weg und weg. Boah, ja, also ich bin da richtig scharf. Hier oben haben wir noch Details, dann haben wir noch die Leitfaden dazu. Da könnt ihr selber nochmal reingucken. Der Todesfluch, die Story dazu. Ja, da kann, das ist zu viel Text, da kann jeder selber lesen. Wie gesagt, findet da hier, braucht ihr nur drauf gucken. So, dann haben wir ja, nee, das ist ja schon legendär. Das ist ja schon legendär. Haben wir hier noch einen? Nein, das sind die legendären. Also wir haben nur zwei dunkle Flüche, Zauberkünste. Ja, dunkle Magie, zwei Stück. Also da bin ich schon richtig scharf. Ich gucke mal gerade bei den einen. Kann man die erhalten? Ja, ja, klar. Durch die Ziehung, also Wahnsinn. Ja, das waren die dunklen Magiekarten. Das nächste Mal werden wir dann hier nochmal beigehen. Was ich da genau mache, weiß ich nicht. Es gibt ja die legendären, die normalen und die seltenen. Werden wir alles durchgehen. Heute waren die dunklen da gewesen. Wie gesagt, guckt euch das alles mal in Ruhe an und dann könnt ihr euer Deck da auch schön zusammenbauen. Ich habe mir heute noch morgen noch mal freigeschaltet hier gehabt. Und dann habe ich mir hier oben noch mal so ein Deck zusammengebaut, auch richtig effektiv. Meine anderen Decks können wir ja noch mal gucken. Hatte ich im Internet geguckt, die effektivsten Decks. Ich hatte sie mir mal zusammengebastelt, der eine oder andere hatte ich nicht gehabt, aber ja. Ich habe da schon mitgespielt. Es war schon mehr als das, was ich zusammengebaut habe. Aber ich habe mich da schon mal richtig reingefuchst. Und ja, wie hier Duell, könnt ihr natürlich auch einstellen, wofür ihr das gebraucht. Und wenn ihr dann im Duell seid, im Solo-Duell oder Duo-Duell, wird das gleich automatisch eingestellt. Könnt ihr natürlich dann auch ändern, aber es wird dann automatisch eingestellt. Ich kann hier auf Standard, Freunde, draufklicken. Dann kann ich hier oben, kann ich aussuchen, Klassenzimmer, Verbotener Wald oder wie auch immer, was wir da gebrauchen. Ich habe hier jetzt erstmal Standard, weil das ist so ein Deck, da probiere ich aus. Die anderen Decks will ich alle so behalten. Mal gucken, was da wirklich das Internet hergegeben hat. Die wurden mir empfohlen und dann habe ich da natürlich auch geguckt. So, benutzen, jawohl. Und dann, ja, und die Echos da drüber, das ist immer, Echos sind natürlich, je nachdem, was ihr nehmt, müsst ihr natürlich auch hochleveln. Kosten ein paar Taler. Und je nachdem, welche Karten hier unterstützt wird, sind diese Karten natürlich noch gieriger. Das dazu. Ja, und die Helfer hier unten, das machen wir auch nochmal ein separates Video rüber, was die so alles können und wofür man die braucht und was man da einsetzt. So. Das dazu, das waren die dunkle Magie. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wie immer, viel Glück da draußen, schönes Leben, euer Onkel Jens.